So. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin. Natürlich habe ich Connections nach oben. Natürlich berät sich das Militär mit mir zu Projekten jenseits deiner Vorstellungskraft. Verschwende also nicht meine Zeit mit deinen Fragen. Es tut mir leid, Doktor. Du hast die Unterlagen nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert, wie sie sagten. Gut. Gut. Wenn das alles ist, kannst du zurück Patientenärsche abwischen. Dafür Alter, hast Typ. Du doch bezahlt. Und putz meine Schuhe. Ja, Alter. Sir. Ich wette, du bist Expertin im Putzen, oder? Jetzt verpiss dich und erzähl niemandem davon. Wow. Was für ein Arsch. Muss man richtig lieb haben, den Typen. Koala, ich danke dir, dass du da warst. Danke für deinen Host. Schlaf gut. Ich wünsche eine gute Nacht. Viel Spaß beim Resiveln, genau. Danke. Gucken. Ich bin schon über der Spielzeit, oder? Knapp 6 Stunden wurden mir gesagt, aber ich brauche bestimmt länger. Noch mal Munition, das ist ja grandios. Ach na Mensch. Ich kann nicht auf ihn schießen. Na Mensch, das klingt nach Cutscene. Bart. Ach, das ist Bart. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? So, gleich kommt Tyrell wieder und macht seinen Job. Kommt in den Raum, um den Rechner in Beschlag zu nehmen. Ich dachte, der oben war das gewesen. Na gut, da hat man nicht mehr viel erkannt, ne? Einladung zum Bankett. Sehr geehrter Dr. Bart, es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen, bei dem wir unsere Ansichten zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWZ von Raccoon City austauschen können. Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren, Polizeichef Brian Irons und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft. Donnerstag, 10. September, 98, 18 Uhr. Orient Restaurant, Central Hotel, 1. Stock. Wir wären geehrt, wenn Sie teilnehmen könnten. Mit freundlichen Grüßen, Greg Tester, Senator. Handschriftliche Notiz. Nate, ich werde das Gesetz für deine neue Arznei Mitte August vorlegen. Bring das Geld. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünette, oder? Ich lasse es Irons wissen. Ach, die gehobene Gesellschaft. Mensch, Mensch, Mensch. Wundert mich ja, dass die Zombies sich einfach durch die Tür durchgemarschiert sind, wie sie es sonst immer tun. Oh ja, das ist noch guter alter Pentium, wenn überhaupt. E-Mail von Nathaniel Bart. An Greg Tester, bitte umgehend Antwort. Greg, ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an. Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen. Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen. Du bist nicht sicher, allerdings warst du mir immer ein guter Freund, also möchte ich dir einen Ausweg anbieten. Ich habe hier in meinem Besitz eine Dosis des Impfstoffes gegen das Virus, der Heilige Gral. Und sie ist nicht für meine Familie, nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir. Nein, Greg, sie ist für dich. Ich weiß besser als jeder sonst, dass du die Zukunft der USA bist. Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg, musst du mich verdammt nochmal hier rausholen. Sofort und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt. Dann wissen wir ja, wer ihn umgelegt hat, der gute Greg wahrscheinlich. Frag für mich beim Pentagon nach. Ich weiß, du hast die Verbindungen. Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann. Ich halte dir den Rücken frei und du mir meinen. Das ist doch gar nichts im Vergleich zu den Partys, auf denen wir zusammen waren. Beeil dich, mir läuft die Zeit davon. Nate. Mensch, VW organisiert die Partys also. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All das Unheil von Raccoon City begann mit der
Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Er wird da wohl gekommen sein. Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Hat der Schlag in dem Monitor gerade die Tür geöffnet? Respekt. Ist der Impfstoff hier? Ich habe immer noch nicht den Dietrich bekommen, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier gleich nochmal als Jill durchwandern. Ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Shit hits the fan in 3, 2, 1, Tür auf. Ah ja. Ich habe jetzt 64 Schuss, ne? Ganz vergessen. Interessiert ihn aber halt auch nicht. Zum Henker, diese Mistviecher. Okay, Jill. Alter. Halte durch. Gut, du willst es ja nicht anders. Ich mach dich fertig. Ja, aber gut angekündigt sie mir auf jeden Fall. T, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Ach, diese Verschwendung schon wieder. Macht mich krank. Warum hat die erste nicht gereicht? Ich muss Jill den Impfstoff geben. Dann stand uns mehr übrig bleiben gerade. Ich meine, vom Storyverlauf her. So, da will ich hin. Eine Kiste, aber da kommen wir nicht ran. Wird also als Jill wahrscheinlich dann möglich sein. Und ich sag es noch. Und nein, ich wusste nicht, dass es kommt. Ist mehr so ein Resident Evil Gefühl. Ja, es ist halt immer so, ne? Ja, ich habe einen Trilometer daneben geworfen. Das stimmt, aber die zweite lag genauso weit entfernt. Wahrscheinlich hat es dann das dann ausgereicht. Zweimal die Hälfte ist auch ein ganzes, ne? Gut, dass er wusste, dass alle, also von den ganzen 5000 Spritzen, die eine mit dem Gegenmittel ist. Komm schon, hoffe, das Zeug wirkt. Oh.
Ah, er wieder. Tara, was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Natürlich mache ich das, klar. Warum auch den Todgeweihten hinschicken? Was brauchst du nicht mit Tyrone? Du bist ja eh infiziert, ne? Gut eindecken finde ich super, weil in meiner Kiste so Haufen Shit ist. Oh, ich glaube, ich muss nie so. Ja, das wäre lustig, wenn es ein Mutagen gewesen wäre, ne? Ach ja, was nehmen wir denn jetzt alles mit? Wegwerfen. Dreimal Heilung dabei, das muss eigentlich reichen. Ich versuche die Fensterrolle zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Haben wir schon gleich einen Dicker durchgesprungen, ne? Natürlich. Ne, doch nicht. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Wenn ich treffen würde, wäre es mein einiges einfacher. Guck mal hier. Am Anfang habe ich gedacht, dass der Stromstoß die Viecher tötet, ne? Tut's aber nicht. Dass die wegplatzen. Finde ich ja super. Arsch, werde ich den Schalter suchen. Ach ja. Alter, konnte ich den jetzt fünfmal verfehlen? Ich
Gut, dass sie einfach platzen. Eine reife Tomate. Alter. Da liegt hier noch irgendwas? Oh ja, Mensch, die Gürteltasche. Ach Gott, ernsthaft? Mhm. Ich habe sie echt in meinen Raum geschmissen. Ich bin richtig gut. Richtig gut. Wollt mich doch verarschen, wie viele noch? Ach so. Das war ein, den Konsekro machen, ja. Alter, wie fucking viele. Nein, ich werde nicht zum assistierten Spielmodus wechseln. Willst du mich verarschen? Habt ihr mal selber gespielt, was ihr für Scheiße hier den Leuten entgegenstellt? Frag für einen Freund. Ja gut, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, ne? Da haben wir einen Haufen Blendgranaten. Zwei von den großen Viechern. Was mache ich denn am dümmsten? Jetzt auch nicht so viel gebracht. Ich versuche die Fensterrollen zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Hauptsache, er hat das mal oben dicht gemacht. Richtig guter Dude. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Ah. Her. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Carlos! Sie kommen durch die Tür! Mein Inventar ist voll, na, wer hätte das gedacht? Kombinieren damit, dann sind immer noch 20 Schuss zu viel. Hm.